Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Parcours-Map und zwar diesmal eine Map mit insgesamt 25 Leveln. Hier steht's auch schon und zwar, ja, Welcome to 25 Levels of Pain. Und hier wird alles schön erklärt. Es ist angeblich so, dass es wirklich ziemlich einfach startet. Das sind immer jeweils kleine Level, aber es wird echt richtig, richtig schwer. Just don't expect it to stay easy. Seriously don't. Also der Ersteller hat 27 Fails, ist eigentlich nicht so viel für 25 Level, aber ich hoffe mal, dass ich nicht ragen werde, weil er hat auch geschrieben zu seiner eigenen Map, es wird echt der gechillteste Typ ragen, also mal schauen. Und ich habe mir den ersten Tod dadurch schon geholt. Gut, aber das war jetzt etwas unnötig. Easy, right? Spawnpoint set. Aber mal schauen, ob die Level echt nur so einfach sind. Und ich bin, glaube ich, schon jetzt im dritten Level, oder? Das zählt, glaube ich, als ein Level. If that was hard, you're playing the wrong map. Okay, ich glaube mal, das war natürlich noch nicht hart. Und ich weiß nicht, ob auf einer Seite so Barrier Blocks sind. Da hat er auch was dazu geschrieben. Und ach so, okay, da kommen... Oh mein, was? Da kommen einfach so Blöcke direkt vor einen. Das ist halt echt mies. Da fängt es halt schon an. Also gut, woher soll man wissen, wo genau jetzt da die Blöcke herkommen? Das muss man sich jetzt nochmal genau davor anschauen. Das geht ja richtig schnell. Direkt zur Seite und dann darüber. Okay, also das heißt, ich mach mal von hier. Und da bin ich schon wieder falsch gesprungen. Das ist jetzt erst das vierte Level oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich bin in die falsche Richtung gesprungen. Und es fängt halt jetzt schon echt richtig gut an. Oh, Leute. Das heißt jetzt nochmal so hier lang. Ich glaube mal, das war sogar schon zu spät. Man muss wirklich direkt so von dem Block aus springen. Und zwar hier lang. Und dann... Na gut, auf den rechten Block. Nochmal einfach so ein bisschen weiter nach rechts, dann da hoch. Und ich habe es nicht weiter als da geschafft, weil es einfach so schwierig ist. Und wo spawne ich jetzt? In welche Richtung? Ich spawne zu der Seite, warum auch immer. Okay, da muss man sich immer so ein bisschen drehen. Und jetzt nochmal, dann hier auf den Block, auf den. Und schafft man es überhaupt da hoch? Alter, da hat die Blöcke so schnell eingestellt. Also man hat null Zeit zum Überlegen, wirklich. Aber jetzt hätte ich es fast geschafft. Man muss wirklich durchspringen. So, das probiere ich jetzt gleich nochmal. So, das war sogar schon, glaube ich, zu spät. Oder? Ja, aber es war knapp. Es war auf jeden Fall knapp. So, das probiere ich jetzt nochmal. So, dann hier auf den. Aber man muss halt auch wirklich richtig abspringen, sodass man auf den anderen Block springt. Oh nein, Leute, das war auf jeden Fall viel zu spät. Man sollte das nicht im Springen machen. So, das heißt schon von hier aus. Und dann schon auf den Block direkt. Und jetzt habe ich es... Ich hätte es fast geschafft. Der Block ist halt direkt weggegangen. Was? Als ob man das so schafft. Und ich hab's geschafft. No, what, wasn't that special? Das war auf jeden Fall schon ziemlich special. Und das ist eine Levitation. Und da muss ich um die Ecke springen. Dann bekomme ich, glaube ich, mal Geschwindigkeit. Isn't it fun? Just wait. Also Leute, das erste Level, wo so richtig schwer wurde, das ist halt echt schon mal richtig hart. Und kann man den Sprung schaffen? Also, ja gut, man muss jeden schaffen. Aber der Ersteller, der hat 25 oder 27 Fails hier. Ich habe jetzt schon 20. Und ich kenne natürlich nicht die Map. Also, ich bin mal... Also, ich will echt mal wissen, wie der auf der Map nur 27 Fails geschafft hat. Also, ich denke mal, dass der halt viel seine eigenen Sprünge auch ausprobiert hat. Sonst könnte man das, glaube ich, gar nicht so in der Zeit schaffen. Oder in... Was heißt in der Zeit, in den Fails? It was only the test. The two hardest jumps in the game. Was? Okay, Moment, jetzt habe ich hier, die Blöcke gehen so zur Seite, kann ich hier rüberspringen und der Block geht jetzt wieder weg. Okay, dann kann ich nochmal runterfliegen. Das waren nur die zwei schwierigen Sprünge hier in dem Game. So, ganz schnell hier zur Seite, dann auf den Block und wieder rüber. That was easy, right? Es ging auf jeden Fall. Und da oben sehe ich eine Linie, wo ich lang muss. Also hier ein bisschen sprinten. Alter, wenn da keine Linie wäre, das wäre halt echt der Tod, also... und da wird es zum Beispiel schon schwieriger. Da muss man echt gut fokussiert sein. So auf die Blöcke da oben. From hardest to easiest, like that. Ja gut, ich glaube mal so leicht wird es nicht. Und da kommen jetzt die Barrier Blocks. Was? Moment. Das ist halt... Alter, wie krass ist das gemacht? So, und dann hier drauf, hier drauf, hier drauf. Und wo dann? Man muss da nochmal zurück, wirklich? Alter, das ist halt echt krass. Okay, dann halt jetzt nochmal. Dann auf den, auf... Und das war sogar schon wieder zu spät. Ich drücke den Knopf jetzt nochmal. Und die Blöcke kommen dann irgendwie wieder zurück.
Ah, und dann zur Seite. Okay, und dann nach vorne. So, ich kann ja nicht gegen die Wand springen. Da stimmt natürlich auch, Leute. So, und dann wieder zurück. Jawohl, hier lang. Dann zur Seite. Komm schon, lass mich das echt schaffen. Und ich hab's geschafft. Were you patient enough? Ob ich geduldig genug war? Also, ich hab's jetzt zum Glück beim dritten Mal oder so geschafft. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber was sind das für Sprünge wirklich? Also, echt schon etwas schwieriger. Und wie soll ich das verstehen? Ach so, ich muss da wirklich immer einen Ecksprung machen. Oh nein, Leute. So, hier lang. Also, Ecksprünge sind halt auch echt nicht meins. Aber es geht sogar noch klar. Und ich habe sogar Fast Try geschafft. Und hier kommt, glaube ich, mal Schnelligkeit. Habe ich hier auf den Block. Und Schnelligkeit dann auf den. Ach so, jetzt bin ich ganz unten hier. Und dann einfach hier so durchspringen. Und ins nächste Level. We are halfway there. Ich bin schon bei der Hälfte jetzt. Interessant. Und, ach so, okay, da kommen halt die Blöcke, wo ich nicht draufspringen darf. Ich schaue es mir jetzt nochmal an. So, dann, okay, die gehen immer noch weiter nach vorne. Ich wollte es mir eigentlich nur anschauen. Da nochmal ein und am Ende. Gut, das sollte man doch eigentlich schaffen. Oh nein, das war fast zu spät. Ah, und da kommen Barrier Blocks. Deswegen auch die Blöcke. Oh nein, Leute. Okay, dann hier und dann, gut, muss ich da zur Seite springen. Aber ich probiere das jetzt und dann werde ich das auch hoffentlich jetzt gleich zur Seite schaffen. Man muss direkt zur Seite springen. Der Block bleibt halt gar nicht lange da. So, jetzt zur Seite, was nicht so gut geklappt hat. Man muss halt direkt so an den Rand sneaken. So, vom Rand wirklich abspringen. Aber es geht nicht so einfach. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schwierig ist. Und ja gut, ich bleibe mal am linken Rand. So, da kann ich auch am einfachsten abspringen. Und jetzt zur Seite. Ich schaff's nicht ganz an die Seite. Normalerweise hat man ja immer so den Block. Man sneakt wirklich ganz am Ende und springt dann so von links nach rechts quasi um den Block drum. Aber, und es war eindeutig zu spät. Und jetzt muss ich wirklich nochmal abwarten. Aber es ist trotzdem echt richtig hart. So, das jetzt hier zur Seite zu machen. Ist es wirklich zur Seite? Ich glaube mal, ja. Deswegen sind da auch oben die zwei Blöcke jetzt. Und man hat echt nicht lange zum Vorbereiten. Und das Problem ist jetzt, ich treffe den Block noch nicht mal. Aber ich will halt ganz links auf den Block. Und ich darf nicht zu lange warten. Hier hole ich mir halt echt richtig viele Fails. Jetzt kommt der Block gleich nochmal hier. Und dann an den Rand. Und hier drüber, endlich. Es gibt hier Barrier Blocks. Moment, das probiere ich nochmal aus. So, hier drauf. Oh, das... Was? Moment, was ist das jetzt? Ich weiß nicht irgendwie, wie man es erklären kann. Aber ich bin irgendwie auf den Block gesprungen. Und muss ich jetzt so lang? Da lang fahren? Das sind doch Safe Barrier Blocks. Moment, aber oder vielleicht... Ah, oder ich muss wirklich so... Ne, hier geht's nicht weiter. Hä? Also das ist der Block. Das heißt, da muss ich irgendwie zu der Seite. Und jetzt springe ich mal hier rüber. Und jetzt bin ich hier runtergeflogen. Ich habe leichte Levitation bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal gut da drauf. Wirklich mit Anlauf. So. Und jetzt aber... Ah, und jetzt muss ich halt den Weg, glaube ich, mal lang fahren. Das geht aber gar nicht so einfach. Und irgendwie, ich weiß nicht, man muss halt, ja gut, auf den Block kommen. Ja, ach so, jetzt. Und jetzt hier den Weg lang fahren. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Und dann hier runter. Oder auch zur Seite oder nach vorne. Didn't expect puzzles, did you? Gut, das war echt etwas schwieriger. Da musste man ein bisschen überlegen. Also man holt sich auf jeden Fall ein paar Fails. Und das ist halt der Vorteil vom Ersteller, der halt wirklich die Map schon kennt und weiß, wie er springen muss. Aber es ist echt schon schwierig. Und Leute, wie soll man sich das jetzt merken? Was? Okay, die Blöcke tauschen halt immer so in den Spot. Aber der spawnt jetzt hier, dann da vorne. Und das ist halt einfach zu krass gemacht. Also, wie man das schaffen soll? Okay, das frage ich mich jetzt. Also, ich probiere mal mein Glück. Und ich muss den dann spawnen, wenn der da vorne kommt. Das heißt hier, der muss da vorne sein. Ja gut, ich probiere mal mein Glück. Und dann ja, direkt auf den nächsten. So, es ist gar nicht so einfach. Und es hat auch viel mit Glück jetzt in dem Fall zu tun. Aber ich muss den Block erwischen, den einen. So, das heißt jetzt nochmal. Und jetzt müsste ankommen, perfekt. Und ich habe es geschafft. I'll admit that one was a bit of an eyesore. Und hier muss man so ein kleines bisschen abwarten. Auf den da vorne. So, das mache ich jetzt gleich nochmal. So hat es geklappt. Und dann auf den Barrier Block wieder. Auf den hier.
Und das war's dazu schon? Ja, okay, neuer Checkpoint. Which path did you take here? Ja, da kommen echt ziemlich viele. Oh, Leute. Sogar noch ein paar Barrier Blocks, glaube ich. Also, jetzt wird's echt immer verrückter. Und so ein Jump'n'Run hat man echt noch nicht so oft gesehen. Ich bin schon bei 52 Fails. Ich gehe zum ersten Mal in den Creative-Modus. Ihr seht die ganz vielen Tode hier. Das müsste man auf jeden Fall alles hier machen. Und ich will mal wissen, was hier noch so als nächstes alles kommt. Ihr könnt es natürlich selber mal gerne für euch ausprobieren. Einfach mal aus Interesse will ich noch wissen, was an schwierigen Blöcken kommt. Gut, sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Einfach um die Ecke springen ein paar Mal. Und dann hier rüber. Gut, es sind einfach nur ein paar. Und da gibt es auch, glaube ich, mal Barrier Blocks. Ja, gut, dann muss man auch zur Seite hier springen, nur mit der Geschwindigkeit. Und hier, wenn ich auf den Knopf drücken würde, würden auch nochmal so Blöcke kommen mit Barrier Blocks da oben, die den Weg anzeigen. Und hier am Ende nochmal. Das ist halt echt richtig krass. Da kommen immer weitere Blöcke. Und guess what? You suck at Parkour. 31 plus Deaths. Was? Ich habe jetzt schon 31 Tode, also 54 insgesamt. Und hier steht so zum Beispiel, das wäre auch das Ende. Also ich hätte nicht mehr viel wirklich. Und 0 Deaths, you're either the best player in the world or you cheated. Okay, also ich glaube bei 0 Toten cheatet man echt. Und 1 bis 10, you're pretty good, but how many times did you restart? Na gut, better than most people probably did. Did you rage any? 11 bis 30. Also die Map hat mich natürlich nicht zum Ragen gebracht, aber 31 plus Tode. Aber ich möchte trotzdem nicht behaupten, dass ich schlecht in Parkour bin. Aber gut, Leute, ihr könnt die Map mal gerne für euch ausprobieren. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung auschecken. Wie Instagram, Snapchat, könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!